Bist du Aquascaper oder möchtest du einer werden? Wir zeigen dir heute drei Tools, die du als Aquascaper unbedingt haben solltest. Film ab! Drei Must-Have Aquascaping Tools featuring JBL ProScape. Es gibt drei wichtige Tools, die jeder Aquarianer, der sich mehr mit Pflanzen beschäftigt, braucht. Diese Tools dienen dazu, das Aquarium viel besser gestalten zu können und Frustrationen beim Schneiden, Einsetzen und Pflegen von Pflanzen und vielem mehr zu vermeiden. Diese drei Must-Have-Tools von JBL ProScape sind also die idealen Wegbegleiter in die Aquascaping-Welt. Richtet man ein Aquarium ein, braucht man zuerst eine Pinzette. Diese hilft bei verschiedensten Situationen. Sie eignet sich besonders, um dünne Pflanzenstränge einzeln und behutsam in das Zeug einzupflanzen, aber auch größere Echinodorus oder Microsorum können so einfacher eingepflanzt werden. Bei der Pinzette von JBL ProScape gefällt uns besonders die dünne, sehr filigrane Spitze. Dadurch können dünne Pflanzen besser gehalten und gezielter eingesetzt werden. Trotz der filigranen Spitze hat die Pinzette noch genügend Kraft, schwere Objekte zu halten. Das nächste Tool ist die normale Schere. Diese dient ganz einfach zum Pflanzenrückschnitt. Die JBL ProScape S20 Schere ist eine sehr scharfe und kompakt gebaute Schere, wodurch sie einen guten Eindruck macht. Das Scharf ist besonders wichtig, um die Pflanzenstängel abzuschneiden und nicht abzuknicken. Es gibt diese Schere in verschiedensten Arten und Längen, sogar mit geknickter Spitze oder gar gecurved Form. Wir empfehlen euch, nicht eine lange Schere zu kaufen, solange euer Aquarium nicht sehr groß ist. Man kommt nämlich schnell in die Situation, auch in Ecken eine Pflanze zu schneiden, was mit einer kurzen Schere wesentlich leichter geht. Apropos kurze Schere. Das ist unsere dritte Empfehlung. Die JBL ProScape S16 Spring Schere ist unsere Lieblingsschere. Warum? Weil sie extrem klein, kompakt und trotzdem scharf und handlich ist. Mit ihr kann man extrem geschickt Graspflanzen, kleine oder mittelgroße Stängelpflanzen und vieles mehr zuschneiden. Auch Moos zurückschneiden ist mit dieser Schere wesentlich einfacher als mit manch anderer. Weiterhin eignet sie sich sehr gut, um Fadenalgen aufzuwickeln, die wir hier in einem Fadenalgen-Video gezeigt haben. Die Funktionsweise der Schere macht das ganze Tool kompakt, wodurch man auch geschickt in Ecken oder an schwierigen Stellen gelangt. Manchmal muss man die Schere wieder etwas auseinanderziehen, damit man wieder etwas mehr in die Klinge bekommt. Dies passiert aber nicht so oft. Die JBL ProScape Tools Pinzette P30 Slimline, Schere S20 Straight und Schere S16 String sind ideale Wegbegleiter für Aquascaper und Pflanzenliebhaber und mindestens zwei von diesen drei Tools sollten bei keinem Aquarianer fehlen. Die Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und hast du diese drei Tools als Aquascaper oder legst du sie zu? Schreib es dann bitte unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und hier in der Ecke kannst du uns kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr von uns zu verpassen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder mit Schaust du Garnelen TV, wirst du garnelenschlau. Bis dann!